Jo, hi Leute, Skynet hier. Schon zurück mit einem weiteren Video von mir. Gibt wieder eine Replay-Analyse. Haben diesmal wieder ein TVP am Start zwischen Power Mule und Maiden. Keine Ahnung, kann den Namen nicht lesen. Hat mir Power Mule geschickt, schon vor 2 oder 3 Wochen. Jetzt habe ich mal Zeit gefunden, mir das Ganze anzuschauen. Und ja, ist schon das zweite Replay, was er mir geschickt hat. Ja, und wir schauen einfach mal, wie das TVP hier so aussieht. Ist wie gesagt aus der Diamantliga. Ja, und wir schauen mal, was wir hier so für Tipps geben können. So, jetzt stehe ich hier gerade mit dem Stuhl auf dem Kabel. So, wir spulen das Ganze mal ein bisschen vor. Schauen uns das Opening an. Wir sehen hier einen Wall-Off gegen den Protoss. Ist, glaube ich, Way Station heißt die Map. Habe ich ein, zwei Mal gespielt, bin ich nicht so Fan von. Wundert mich, dass der Protoss die nicht auf Veto hat, denn die ist eigentlich sehr zerg-favored, die Map, vor allem gegen Protoss. Ja, wir schauen hier mal weiter, wir bleiben mal in seiner Vision. Wir haben standardmäßige Rex, standardmäßiges Gas. Der Scout. Und dann sehen wir direkt den Reaktor. Kann man machen auf so einer großen Map. Vor allem, wenn man dann zwei Reaper holt, kann man auf jeden Fall sehr gut scouten. Das wären jetzt Doppelmarines. Scoutet hier mit dem SCV. Hier ist auf jeden Fall jetzt wichtig zu sehen, okay, wie viele Worker hat er im Gas? Wir klappen hier mal alles auf. Er hat 3 Worker im Gas. Das haben wir hier mit dem SCV gesehen. So, dann ist der nächste Punkt rauszufinden. Erstmal zählen wir die Pylone. Wir haben ja 1, 2, 3 Pylone, alles klar, ist okay, alles steht in der Mainbase, gar kein Problem. Und dann ist wichtig rauszufinden, hat der Protoss eine Expansion oder hat er keine. Denn mit dieser Build, jeweils 3 Worker im Gas, kann man nie so ganz sicher sein, was macht der Protoss. Deswegen muss man da am besten komplett die Main abscouten, hier die Natu abscouten. Vielleicht am besten mit Reaper. Nicht gerade die ersten 2 Marines holen, sondern lieber 2 Reaper. Da kann man mit einem Reaper die Mainbase scouten und mit dem anderen Reaper ja quasi Proxy-Locations, wo irgendwelche ja, Protoss-Graben rumsteht, um den halt zu finden. So, wir sehen hier Marines, 2 Bunker. Was das jetzt war, keine Ahnung. Ja, das ist halt easy peasy gehalten. Gut reagiert mit den 2 weiteren Bunkern, mit der Widowmine hier. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Vielleicht sollte man hier noch ein Depot hinstellen, dass man auf jeden Fall Vision hat auf den High Ground. Starker Supply Block. Okay, hast du gesehen, er hat eine Expansion. Einen Turret würde ich ein Stück zurückstellen, da er hier einfach gesniped werden kann. So, haben wir hier einen Drop. Die wird ja mein 5 Kills, das ist lächerlich. Ja, schöner Drop auf jeden Fall. Wir schauen mal weiter. Wir sehen hier die Armory am Start. Wir sehen 3 Factories, noch kein drittes. Doch, hier drittes Command-Zimmer steht schon. Wunderbar. Das ist sehr viel Production auf 2-Base. Hier 5 Factories, 3 Starports, Armory. Vielleicht sollte man die Watchtower nehmen, das ist ganz wichtig. Wir gehen mal in die Vision. Niemand hat die Watchtower. Das kann man sich auf jeden Fall mal angewöhnen. In jedem Matchup, egal welche Rasse ist, immer um die Watchtower kämpfen. Eine Marine hinschicken oder eine Hellbat hinschicken. Besser eine Marine, weil die brauchst du eh nicht mehr. Schickst du einfach dahin und dann lässt du die da stehen und dann hast du einfach Map Control. Des Weiteren kannst du auch die Marines, die dir eh nichts mehr nützen, auf der Map patrouillieren lassen. Zum Beispiel hier. Oder halt hier, um zu sehen, ob der Protoss eine Hidden Expansion hat oder was auch immer. So, hier nochmal Harass mit einer Banshee. Wunderbar, wir schauen mal hier. Workers Tab, ja, da bist du meilenweit vorne. Über 30 Worker vorne.
ist auf 3 Basen jetzt saturiert. Solltest du ein bisschen drauf achten. Ja, das passt aber eigentlich ganz gut. Hier kann man auch Upgrade starten. Ansonsten musst du dich vergewissern, ob der Protoss einen AirTag macht oder genau das Ganze jetzt. Du siehst, aha, Robo läuft, da wird wahrscheinlich Immortals oder sowas kommen. Wenn wir jetzt Production Tab mal ausmachen. Und ja, bis jetzt gleich Max und dann denke ich, kannst du rüberrollen. Sehr gut, Raven für Detection. 16, 18 Minuten Max Out ist ganz okay. Du kannst bei, theoretisch, da du ja in Ruhe gelassen worden bist, außer dieses Harrison da vorne, kannst du zwischen 13, 14, 15 Minuten kannst du mit Mac komplett Max Out sein, auf 200 Supply und 2 Upgrades durchhaben. Das sollte kein Problem sein. Aber so ist auch okay. Schön viel Hellbats als Buffer. Wir sehen hier 1-1 Upgrades sind durch. Das passt ganz gut. Beim Protoss haben wir 3-3. Ja, das ist halt das Problem, was ich immer sage, wenn der Protoss gegen Mac spielt. So, wir spulen das Ganze mal zurück und schauen uns mal das Army Supply von beiden Spielern an. So, wir gehen mal komplette Vision auf alle. So, bis der Fight startet, das ist ungefähr hier. Und jetzt haben wir hier, Army Supply ist beim Terraner 20 Supply größer. So, der Nachteil ist, der Protoss hat 2-2 schon durch und du hast erst 1-1. Das ist allerdings deine Schuld. Du kannst, trotz dass der Protoss Chrono Boost auf seine Forges gemacht hat, er hat auch nur eine oder hat er zwei? Nein, hat nur eine Forge, hat das quasi durchgeboostet. Ne, hat er zwei, okay. Kannst du trotzdem zu diesem Zeitpunkt locker 3-3 schon am Laufen haben. 2-2 auf jeden Fall durch und 3-3 sollte dann auch halb durch sein. Das funktioniert auch auf jeden Fall. So, des Weiteren haben wir hier, du hast hier sehr wenige Tanks, das sind 9 Tanks und die Tors sind eigentlich useless. Die bringen dir eigentlich gar nichts. Die buffern auch nichts, weil die einfach durch ein paar Immortal-Schüsse umfallen. Was gut ist, sind halt die vielen Hellbats. Normalerweise denkt man, das ist gut, aber er hat auch Storm durch. Das heißt, er stormt die einfach weg. Und dann hast du keinen Buffer mehr für deine ganzen Tanks. Vikings sind nutzlos, ja, und der Raven muss man immer dabei haben für Detection. So, das ist quasi der Grund. Aggressives Mac, was ich schon mal sage, aggressives Mac ist totes Mac. Vor allem gegen Protoss oder gegen auch gegen Swarmhouse. Höchstens gegen Terra ist es auf jeden Fall gut. Problem ist gegen Protoss, dass er einfach Units hat, die Mac hard countern. So, deswegen solltest du vorher scannen, was für eine Unit Composition hat der Protoss. So, wenn der Protoss auf Ground Units bleibt, so wie jetzt quasi hier, dann pumpst du aus deinen kompletten Starports, mach die Reaktoren weg, die brauchst du nicht. Du machst 4 Starports, einer mit Reaktor, 3 mit Tech Lab. Dann holst du Cloak und pumpst Banshees durch. Und dann stellst du dir, was weiß ich, 16 Hellbats weg und das Rest Supply mit Banshees aufgefüllt. So, und dann stell dir die ganze Armee hier vor, ohne die Hellbats mit Cloaked Banshees, die du einfach splittest. Dann machst du einen Scan, snipst den Observer raus und dann hast du Cloaked Banshees und die Armee ist Geschichte. Du wirst gar nichts dabei verlieren, weil er kann die Armee nicht bekämpfen, da er nichts hat, was Detection hat oder auf Air schießt. Wenn du so 16 Banshees dabei hast bei deiner Armee, easy peasy, kein Problem. Eine andere Möglichkeit ist, wenn der Protoss auf Ground bleibt, ist Ghost Mac. Das heißt, hier, du machst 2 bis 3 Tech Lab Barracks dazu, Ghost Academy mit Cloak und spielst diese Army Composition, die du hast, genau die ist perfekt, plus Ghosts. Und wenn du so 6, 7 Ghosts dabei hast und EMPs, das alles, haben die Units keine Schilde mehr, das heißt, die sind auf jeden Fall Tankfutter und du kannst keine Storms mehr fressen. Das ist die andere Möglichkeit. Also sprich, Ghost Mac gegen Ground Toss oder ja, Mac mit Mars Banshees funktioniert auch sehr gut gegen Ground Toss. Ich bin auf jeden Fall mehr der Fan davon, Banshees zu bauen, denn das Problem ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, Ghosts baust, hast du keine Starports. Und sollte der Protoss sich dann doch dazu entschließen, auf Air zu gehen, musst du quasi den kompletten Air-Tag nachziehen. Das heißt, du musst deine Starports bauen, musst deine Reaktoren oder deine Tech Labs ranschrauben und dann kannst du erst anfangen, Units zu bauen. Während dabei deine Ghosts komplett nutzlos werden. Da Tempests, was weiß ich, viel, viel mehr Range haben und dann deine Ghosts bringen einfach gar nichts mehr. Deswegen finde ich es eh auf jeden Fall besser, wenn du
genau diese Unit Composition spielst, plus sehr viele Banshees. Denn dadurch hast du den Tag eh schon, den Air-Tag. Und falls der Protoss dann auf Skytoss geht, kannst du easy peasy Ravens und Vikings holen und bist da locker, kannst da locker mithalten, ohne erst noch vorher einen Tech-Switch von den Ghosts wegzugehen und dann erst die ganzen Starports und alles zu adden. Okay, wir lassen uns nochmal hier kurz laufen. Der Fight ging ja sehr krass gut für den Protoss aus. So, zack, zack. Ja, und jetzt rennt er halt rüber. Gegen Protoss... Entschuldigung. Gegen Protoss Tors sinnvoll, sinnlos. Wenn ein Protoss auf Ground, Ground bleibt, dann lass die Tors weg. Die kosten so viel Mineralien, so viel Bauzeit, so viel Gas. Die sind total nutzlos. Ja, okay. Wir halten mal fest, wie gesagt, gegen Ground Protoss entweder Mech mit Banshees oder Mech mit Ghosts. Gegen Airtos... Ja, Mech mit Raven und Viking, ist quasi Tank, Raven, Viking. Vielleicht solltest du dir angewöhnen, mit den Hellions das quasi das Upgrade zu erforschen, um die zu transformieren. Dann kannst du auch gut einfach mal ein paar Hellion-Packs in die gegnerische Base schicken, transformieren, und das nervt den Bruder schon ganz schön. Dadurch kannst du sehr viel Schaden an der Eco machen. Ansonsten, Makro war ganz gut. Wie gesagt, du warst bei 16, 17, ich glaube 16 Minuten waren es, oder 17 Minuten knapp. Was du maxed out. Geht schneller, kannst du bei 15 Minuten schon sein und mit 2, 3 Up geht's auch durch. Aber sonst war das Makro sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Du kannst mal eine Hidden Base nehmen, du hast eh die Kohle dafür. Wenn die auch nur 2, 3 Minuten läuft mit Doppelgas und du knallst da deine Mules drauf, hat sich das auf jeden Fall rentiert. Das, da fahre ich gerade sehr erfolgreich mit Hidden Bases. Ansonsten war alles sehr perfekt, Makro gut, du warst nicht auf Supply Block, hat alles gepasst. Das einzige Problem ist deine Unit Composition. Da musst du dran arbeiten. Wie gesagt, Banshees oder Ghosts, wenn der Protoss auf Ground bleibt. Ansonsten, gut gespielt, würde ich sagen. Okay Leute, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, und ich hoffe, Powermule, ich konnte dir wieder ein bisschen weiterhelfen, und vielleicht, wenn du mir das nächste Replay schickst, bist du schon in der Master League. Ciao, ciao.